Während Sie im Garten Kohl anbaut, zum Beispiel Kohlrabi oder Rosenkohl, könnte vielleicht schon mal von der Kohlhernie gehört haben. Das ist eine Krankheit, die bodenbürtig ist. Das heißt, es ist ein Erreger, der im Boden vorkommt und der verursacht Wurzelgallen, verdickte Wurzeln an den Pflanzen. Die Kohlhernie ist die schlimmste Kohlerkrankung, die es gibt. Sie verursacht weltweit große Schäden und kann bis zu 100% Ernteverlust für ein Feld bedeuten. Sie befällt alle Pflanzen, die zu den Kreuzblütengewächsen gehören. Dazu gehört auch Raps. Dieser Erreger ist ein Einzeller, der im Boden überdauern kann in Form von Dauersporen. Der kann da bis zu 15 Jahre infektiös verbleiben. Und das ist das Problem, was wir haben, dass wir hier diesen Erreger schlecht kontrollieren können. Es gibt Möglichkeiten, man kann den pH-Wert des Bodens erhöhen, durch Kalk zum Beispiel, aber das ist dann wieder schwierig, bestimmte andere Kulturen auf diesem Boden anzubauen. Was die Kohlhernie, was diese Erkrankung macht mit der Pflanze, ist, dass Nährstoffe der Pflanze in die Wurzel umgeleitet werden, wo sich der Erreger vermehrt. Und am Schluss wird die Versorgung der Pflanze mit Wasser und Nährstoffen unterbunden, sodass wir oberirdisch eine Welke haben und die Pflanzen dann sterben. Was wir hier gerade in einem Projekt untersuchen, das von der UFOP gefördert wird, zusammen mit Partnern vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig, ist, ob vielleicht ein Pilz die Lösung sein kann für die Kohlhernie-Erkrankung. Dieser Pilz gehört quasi zur Darmflora der Pflanzen. Der wächst innerhalb von Pflanzen, verursacht keine Krankheitssymptome und führt dazu, dass die Pflanzen die Kohlhernie-Erkrankung besser durchstehen können. Sie überleben besser und haben weniger Krankheitssymptome. Er unterstützt das Immunsystem der Pflanzen. Pflanzen sind prinzipiell in der Lage, Krankheitserreger zu erkennen. Sie haben Rezeptoren an der Zellmembran und in den Zellen drin, die Schaderreger erkennen können. Und dann kann die Pflanze ihre Abwehrmechanismen anschalten. Sie kann zum Beispiel die Zellwände verdicken oder sie kann das Gewebe rund um einen Krankheitserreger absterben lassen, sodass dieser keinen Nachschub bekommt, was Nährstoffe und Wasser angeht. Wir versuchen hier also, den Pilz an den Samen der Pflanze zu kriegen, indem wir die Samen mit dem Pilz beizen. Und die Idee dahinter ist, dass diese Jungpflanzen, die dann schon mit diesem förderlichen Pilz infiziert sind, mit der Kohlhernie-Erkrankung langfristig besser leben können und mehr Ertrag produzieren. Wenn Sie in Ihrem Garten vielleicht die Kohlhernie-Erkrankung haben, dann können Sie versuchen, den Boden in Ihrem Garten zu fördern, dass der so artenreich wie möglich ist, sowohl was Mikroben angeht, als auch andere nützliche Lebewesen. Sie könnten zum Beispiel mulchen und die Reste von Unkräutern auf dem Beet liegen lassen, damit sich dort Organismen ansiedeln, die wir im Garten gern haben. Oder Sie können versuchen, die Darmflora des Bodens zu unterstützen, indem sie auf sehr harte Bodenverbesserungsmaßnahmen wie ständiges Umgraben verzichten. So können Sie dazu vielleicht beitragen, dass die Kohlhernie in Ihrem Garten nicht Fuß fasst und Sie lange Freude an gesunden Pflanzen haben.